Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Die Unzufriedenheit der Fans ist absolut nachvollziehbar. Wir sind gut ins Spiel gekommen, gehen auch verdient in Führung. Und ich weiß nicht, was dann wieder in den Köpfen bei uns vorgeht, dass wir so einbrechen. Das 2-1 von denen darf nie und nimmer passieren. Da rennt er durch 5-6 Leute durch und da muss spätestens der Dritte merken, dass das nicht geht und den einfach mal von den Beinen holen, auch wenn es ein taktisches Foul und Gelb gibt. Das muss einfach passieren, gerade hier in so einem Ostduell. Und ja, das müssen wir ein Stück weit an die eigene Nase heften. Zwei Standards dann wieder. Ja, und dann wird es schwer, also ein Spiel zu gewinnen. Ich denke, man kann sagen, wir haben engagiert gespielt, wir haben versucht und gearbeitet, haben dann vorne vielleicht nicht das Quäntchen Glück und sind einfach in den entscheidenden Situationen sind wir einfach inkonsequent. Wir hätten es einfach schaffen müssen, diesen Wind vom 1-0 einfach länger über die Bühne zu kriegen. Man kann immer mal ein Gegentor kassieren, dass das passiert, aber das ist einfach so schnell passiert, direkt 1-0, direkt 1-1, weil wir einfach schläfrig sind. Zwei Standards, dumme Standards, da geht es einfach wirklich Mann gegen Mann zu ackern und den einfach wegzuknallen, den Ball, bis zum Schluss. Schaffen wir nicht und dann verliert man so ein beschissenes Spiel. Ja, im Moment ist wirklich der Knoten dick und fest, wo wir einfach den versuchen zu lösen, es aber schwerfällt, das zu schaffen. Ja, und so war es halt heute auch wieder. Klar, Halle hat sich dann hinten reingestellt, wir haben versucht mit langen Bällen nochmal vorne gefährlich zu werden. Aber ganz richtig erkannt, so eine richtige Torschance ist nicht bei rausgesprungen. Ja, was die Fans da am Anfang wieder aufgefahren haben, ist natürlich Wahnsinn. Dafür ist Dresden einfach bekannt und es ist immer wieder Gänsehaut auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, wir haben in den Anfangsminuten auch, hat uns das sehr gepusht und wir gehen auch verdient 1-0 in Führung. Dann läuft das Spiel halt völlig aus dem Ruder. Ne? Und dann das Ganze, was die Fans da gemacht haben und sowas, das haben wir einfach wieder zerstört mit dadurch, dass wir es einfach nicht geschafft haben, 1-0 oder so über die Bühne zu kriegen, weil wir einfach ein bisschen schlafen und es verdient ausgepfiffen. Absolut gerechtfertigt und wir müssen uns dem stellen und da muss jeder die Schlüsse daraus ziehen, was er in den nächsten Wochen hier investiert und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Jetzt haben wir zwei Wochen vor uns, wo wir auch vielleicht mal in uns gehen, gerade jetzt auch im Trainingslager zusammensitzen und viele Dinge nochmal besprechen können. Dann haben wir Länderspielpause, dann kommt der nächste Kracher mit Chemnitz, schönes Ostduell und ich denke, gerade so eine Spiele sind dann prädestiniert, um dann vielleicht die Wende zu schaffen und den Fans und uns zu beweisen, dass wir es doch anders können.